Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Videotagebuch. Diese Woche war sehr, sehr aufregend für mich und die Ereignisse führten letztendlich dazu, dass ich am Wochenende nach Atami fahre und nächste Woche an einem Gärtnerseminar für japanische Gärten teilnehmen werde. Ich war schon immer ein großer Fan der japanischen Gartenkunst und jetzt am Montag hatte ich endlich mal mein Vorstellungsgespräch bei einer japanischen Gärtnerfirma. Und zwar wollte ich gerne ein Praktikum da machen. Doch ich wurde enttäuscht und man hatte mir gesagt, dass es sehr schwierig ist mit Praktika in Japan, denn es gibt leider gar keine. Es gibt kein solches System für Praktika hier. Doch die Firma veranstaltet ein zweiwöchiges Seminar über japanische Gartenkunst in Englisch in Atami. Und heute ist Samstag und ich habe ja gesagt und befinde mich jetzt bereits auf dem Weg zum Bahnhof zu diesem Seminar. Vorher noch einen kleinen Happen essen in meinem Lieblingsschnellrestaurant. Als erstes geht's zur Kinchicho Station. Dann mit dem Zug zum Tokio Hauptbahnhof. Ja, das ist er, der Tokyo Eki. Ja, und hier warte ich jetzt auf meinen Zug nach Atami. Übrigens, Atami ist ungefähr so 1,5 Stunden von hier aus entfernt. Das hier sieht schon alles ganz anders aus als in Tokio. Hier bin ich nun angekommen am Bahnhof von Atami. Sehr, sehr viele Rentner hier unterwegs. Später muss ich feststellen, die Stadt ist eine Touristenstadt. Hier gibt es sehr viele Onsen, also diese japanischen heißen Quellen. Ja, und hier am Bahnhof wurden wir dann vom Seminarleiter abgeholt in einem Firmenbüsschen und dann ging es hoch ins Seminarhaus. Als erstes gab es eine kleine Führung und uns wurden die ganzen Räume erstmal gezeigt. Literatur gibt es auch, aber alles eben japanisch. Ich habe sehr viele Bücher mitgebracht zum Angucken. Das kann ich erstmal sehen. Ich werde normal. Also hier, das ist ein Übungsraum für praktische Sachen, wenn es regnet. Und hier ist, wie gesagt, die Küche. Und das ist seine Kollegin. Ja, und das hier ist mein Zimmer. Hier werde ich die nächsten 2 Wochen schlafen. Es ist komplett im Teehausstil, also komplett traditionell japanisch. Da geht mir natürlich das Herz auf und jeder, der meine Wohnung in Koblenz kannte, wusste, dass ich ja schon bereits die letzten 5 Jahre auf dem Futon, auf dem Boden geschlafen habe. Am Tag der Ankunft gab es auch ein kleines Barbecue und ja, man konnte ein paar Angestellte kennenlernen. Dies hier ist übrigens der Boss Kosugi-san von der Firma, die diesen Lehrgang veranstaltet. Und was ganz Tolles, wir durften sehen, wie richtige Mochis, also diese Reiskuchen oder was auch immer, gemacht wird. Und ja, ich selbst durfte dann auch so ein bisschen Mochi schlagen. War sehr geil. Und dann wird diese gummiartige Masse mit süßen Sachen, wie diesen japanischen süßen roten Bohnen oder Schoko,
Sirup veredelt. Für den ersten Tag war das schon mal sehr viel und ich gehe jetzt erstmal pennen. Das hier ist jetzt der nächste Tag. Etwas verregnet, aber hier sehe ich zum ersten Mal die Aussicht aus meinem Zimmer und die ist trotz des Regens fantastisch. Heute ist es Sonntag und bevor Montag der Lehrgang losgeht, gibt es heute noch eine kleine Sightseeing-Tour. Diesmal durch Kamakura. Für mich bereits zum dritten Mal, dass ich hier bin, aber das macht mir gar nichts. Ich bin gespannt, was es heute zu sehen gibt. Der Daibutsu ist sehr berühmt und ein beliebter Ausflugsort für Touristen in Kamakura. Daibutsu bedeutet so viel wie großer Buddha und der hier ist wirklich groß, der ist ungefähr so 11 Meter, 12 Meter hoch. Ja, und hier sind wir schon am Hase-Tempel. Da das ja ein Gardening-Seminar ist, ist ganz klar der Schwerpunkt dieses Ausflugs der japanische Garten. Hier hatten wir eine kleine Stärkung und etwas grünen Tee zum Aufwärmen. Am Strand von Kamakura waren wir dann auch. Ich liebe Raben. Was es mit diesen Tafeln auf sich hat, hatte ich ja früher schon mal erzählt. Und dann hatten wir noch die außergewöhnliche Gelegenheit, eine Shinto-Hochzeit mitzuerleben. Bei strömendem Regen, aber das war denen egal, glaube ich. Und man kann sich vorstellen, dass das hier eine etwas wohlhabende Familie sein muss, denn an diesem berühmten Schein darf nicht jeder gerade mal heiraten. Eine turbulente Woche und ein vollgepacktes Wochenende habe ich jetzt nun hinter mir. Ich bleibe jetzt erst noch ein bisschen wach und verdaue alles. Und freue mich auf die nächste Woche bzw. auf morgen, denn da geht das Seminar los.